Yo Leute, was geht? Hier ist euer Freaking Rap Leute Video. Heute zeige ich euch einen neuen Krypto-Glitch und ja, da fangen wir mal am besten an. Also als allererstes müsst ihr eure täglichen Herausforderungen abschließen und da ist es wichtig, dass es keine Herausforderung ist, die ihr beim Spielende abschließt, sondern es muss wirklich im Spiel passieren. Also Beispiel, erreichen sie 10 Headshots und dann kriegst du beim 10. Headshot im Spiel die Medaille, dass du die täglichen Herausforderungen schon abgeschlossen hast. Und wenn es Beispiel eine tägliche Herausforderung ist, die man irgendwie gewinne 3 Herrschaftsspiele, dann funktioniert das nicht, weil man Kryptocoin schon überwiesen bekommt. Wenn ihr dann die Herausforderung abgeschlossen habt und die Medaille bekommt, dann leftet ihr einfach das Spiel und dann geht ihr auf Schwarzmarkt. Wenn ihr am Schwarzmarkt seid, bekommt ihr die Meldung, dass ihr die Kryptos erhalten wollt und da bestätigt ihr die Meldung mit X, dann drückt ihr den Home-Button und schaltet die PlayStation aus. Schaltet die danach wieder an und geht dann wieder in Black Ops 3 und wenn ihr dann in Black Ops 3 seid, werdet ihr bemerken, dass ihr 10 Kryptos dazu bekommen habt und wenn ihr jetzt in den Schwarzmarkt geht, dann werdet ihr auch sehen, dass die Meldung nochmal kommt und dann macht ihr einfach den Glitch durchgehend und dann könnt ihr auch beispielsweise in 2 Minuten 10 Kryptos machen. Das ist auf jeden Fall echt ein cooler Krypto-Glitch und ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus und ciao. Yeah.